Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Gut, jetzt können wir mit der Mission anfangen. Mit dieser Thorwin, glaube ich, der Zwerg, ne? Egal, das sehen wir gleich sofort. Dann wissen wir es zu 100%. Dann würde ich sagen, wir nehmen einfach das, das und das mit. Dann haben wir das schon mal hier abgehakt, das kleine Mini-Bereich, bis auf den da unten. Aber ich habe das Gefühl, wir gehen wahrscheinlich da jagen. Also, nehmen wir erstmal das da vorne mit. Und da vorne auf der Karte sehe ich sogar, irgendwo ist da eine Rune. Das heißt, irgendwo ist hier ein Hauptmann einfach so gereckt. Auch gut für uns. Auch nice. So. Wie weit? Ah. Okay. Da ist einer. Stakuga. Alter, Stakuga. Klingt wie so eine Waffe, Alter. So eine richtig dicke Anti... wer ist das? Anti-Panzerkanone, ey. Stakuga. Nanichir, Gelaia Mordor. Sehr schön. Wir kommen immer näher. Es sind sogar nur noch 9 Stück. Sehr schön. Gut, wir brauchen noch... Was war nochmal? Weiß, Rot, Grün. Ah, das ist scheiße. Na gut. Hier ist Stakuga. Der ist aber erstmal egal. So, wo ist hier die Rune? Die ist irgendwo da links. Die Anführer planen etwas. Ja, finden wir noch. Erstmal da. Da vorne sehe ich schon mal grün. Sehr schön. Alle Angst bekommen. Weg mit euch. So, hier ist grün. Was wird geschehen? Wenn der dunkle Herrscher wiederkehrt, dann wird so, noch ein grünes. Rot dreimal. The fuck explodiert hier. Okay, das ist nicht den, den wir suchen. Zerstörtes Spinnenei. Alter. Dieses Ungul-Ei wurde offensichtlich als Erinnerungsstück aufbewahrt, aber zu welchem Zweck? Steht es für ein weiteres Opfer in dem aufkeimenden Krieg in Mordor oder zwischen den Streitkräften Saurons und den Kindern der Königin Kankra ausgetragen wird? Okay. Oder ist es nur Überrest des Abendessens eines Uruks? Ich spreche mit dem Mund von Sauron, dem zweiten dunklen Herrscher von Mittelerde. Unser Wille ist sein Wille. Mordor ist unser, und wir haben es für uns erobert. Bringt diese Nachricht von Sauron zur Spinnenkönigin Kankra, der letzten Tochter von Ungoliant. Deine Kinder dürfen nicht in Mordor schlüpfen. Deine Kinder werden sich nicht länger an dem Mordai fliegen laben. Du wirst dich aus diesem Reich zurückziehen und deine Nester in Nanungoy aufgeben. Du hast dich an unserer Großzügigkeit fett gefressen. Wir haben dich wie ein Haustier gemästet und dir erlaubt, ungestört deiner Wege zu gehen. Das ist jetzt vorbei. Unser Bündnis von einst ist beendet. Unser Wille ist unabwendbar. Das ist unser letztes Wort. Okay, Saurons Mund. Die hat also ein Bündnis. Alle Lebewesen an diesem Ort scheinen sich gegenseitig abzuschlachten. Und aber jedes dieser von. Lebewesen wird lernen, uns vor allem anderen zu fürchten. Ja, aber nicht nur für einen Zweck, ne? Nicht, dass wir gefühlt der zweite Sauron werden. Also klar, wenn man es fürs Gute tut, dann können sich ruhig alle fürchten, ne? Aber nicht, dass man sagt, ich will selber ein Herrscher werden, das dann ein bisschen, naja... Achso, da ganz, ganz hinten. Fall wie Knochen. Boah, den nehme ich danach mit. Wir gehen erstmal zur Mission. Ich habe gut. Ein paar neue Spuren gesehen. Ich glaube nicht, dass ich von Weitläufer bin. Ist keiner? Nö. Okay, rein hier. Mächtige Beute. Dieser Zwerg behauptet, er wüsste, wo sich weitere Artefakte aus Celebrimbors Vergangenheit verbergen. Er hat mich nicht gehört. Ein zielgenauer Treffer. Und nichts von ihm wird verschwendet werden. Wie heißt du, Weißläufer? Talion. Was warst du, ein Leutnant? Eigentlich war ich
Hauptmann. Oh, ich verstehe. Wir haben einen Hauptmann unter uns. Nun, das ändert alles, was? Der Hauptmann kommt, schafft schön die Schwerter, und seht zu, dass eure Stiefel blitzen. Nun sagt mir, Hauptmann, hast du jemals einen Grauk gejagt? Ein Grauk hat, was du mir versprachst? Ja. Aber nicht irgendein Grauk. Der größte, den ich je gesehen habe. Natürlich. Wie denn sonst? Coole Tattoos. Machen wir uns bereit. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wurde gut geschult. Mein Hund, Silver, war auch gut geschult. Kann man jetzt... Bevor ein Warg sie verspeist hat. Jagd kennt keine Regeln, Jungchen. Yo. Die Hand will. Und lassen uns Befehle geben. Hier geht's um Instinkt. Es geht um Bauchgefühl. Oh, yo, das sage ich auch immer. Mein Bauchgefühl ist immer gut. Wie du hier siehst, habe ich von beidem mehr als genug. Jawoll, Junge. Du willst also lernen, wie man jagt. Folge mir. Na gut, dann lernen wir mal. Oder verbessern uns. Selbst ist eine Bestie, die du zähmen musst. Torvi, genau. Die erste Lektion der Karagor-Jagd, nicht sterben. Klassiker. Wozu brauchen wir sie? Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestie nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Ich wollte gerade sagen. Wenn ist wie ein Zombie. Wenn du auf der Jagd warst, Jungchen, bist du ein anderer Mensch. Hoffentlich ein besserer, aber wer weiß. Als ich Wargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Nicht schlecht. Karagor, diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Unglaublich, was sie tun, um einer Wäsche zu entgehen. Gut zu wissen. Die Jagd ist meine Geliebte. Schön, aufregend, mitreißend. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Ne. Klassiker. Schon wieder. Du hast noch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Selbst die Luft riecht anders. Nach Triumph. Yeah. Waldläufer, hier rüber! Oh, ich sehe. Der dort drüben sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, dich an einen Karagor ranzuschleichen. Er riecht dich auf eine Meile. Was schlägst du dann vor? Spring doch auf und stell dich vor. Bitte um ein Tänzchen. Du hast die Fähigkeit erlernt, den Sprungangriff eines Karagors zu kontern, um die Bestie damit zu betäuben. Finally. Das war davor schlimm. Ich musste immer die ganze Zeit dodgen ohne Ende und ich konnte nichts machen. Dann wollen wir mal. Wenn ein Karagor angreift, hast du zwei Möglichkeiten. Erlebe oder friss Staub. Fahren wir mal. Jetzt. Steig auf seinen Rücken. Halt dich fest. Der Einzige. Jawoll. Da ist noch einer. Ein weißer Karagor. Alter, er hat DLC-Skin. Dadurch ist er 50% Stärke-Erhöhung und alles. So lange brauche ich auch, um einen zu zähmen. Du bist wohl ein Naturtalent, Jungchen. Naja, ich kann den Geist kontrollieren, ne? Oder den Geist brechen schneller. Wo hast du das gelernt, Jungchen? Ich kam vom Schwarzen Tor. Das Schwarze Tor? Ist es schön da? Klingt echt trostlos. War es auch. Hey, jump. Ah, ich kann nicht mehr. Oder doch? Nee. Suchen wir ein paar Uruks. Mal sehen, nein, ob deine warte. Gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Warte, warte. Hey, lauf nicht weg! So, zweites Medaillonhälfte. Die zwei Bäume von Valinor. Die Elben Eregions fertigten wunderschöne Medaillons, Zeichen, die sie im Kampf als Inspiration und Erinnerung an ihre Geschichten trugen. Dieses bestimmte Artefakt, das die zwei Bäume von Valinor aus den Legenden zeigt, scheint von einer besonderen bösartigen Klinge in zwei Teile gehauen worden zu sein, die ein mächtiger Gegner schwang. Die zweite Hälfte wurde von womöglich entfernte Länder davongetragen. Okay. Cool, ist das die zweite? Finden wir noch irgendwo, hoffentlich.
Es tut mir leid. Seine Wunde war zu tief. Ich hatte gedacht... Du bist bei ihm geblieben. Das war genug. Hier. Er hätte sicher gewollt, dass ihr es bekommt. Es ist zerbrochen, aber... Nein, Mensch. Behalte es. Diese Bäume sind uralte Geschöpfe. Wenn die Kälte hereinbricht, verkümmern sie und sterben. Doch sie kehren immer zurück. Wir sehen die Stärke ihrer Wurzeln und die Hoffnung, wenn sie sich dem Licht entgegenstrecken. Behalte dieses Andenken an den Elb, den du einst retten wolltest. Gedenke der Verbundenheit unserer Völker. Na, alles klar. Ein Mensch wollte einen Elben retten. Aber welcher? Töte mehr Uruks als Thorwin. Ey, warte. Ist nicht das erste Bündnis aus Menschen und Elben, das sich Sauron in Mordor stellt? Nein. So schnell, aber schnell, wir schnell. Werden das Letzte sein. Mein Volk wird kleiner. Im Sieg wie in der Niederlage. Zack. Jawohl. Lol. Er hat diesen Uruk gefrichtet, Jungchen. Selbst die wildeste Bestie kann nützlich sein. Oh ja. Schon lange in Norm, Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grüner. Okay. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Ja, ich weiß, glaube ich, deswegen. Ja, aber der Untergang macht die Jagd interessanter. Da kannst du einen Karren noch halten, aber kannst du dabei auch schießen? Jawohl. Halber Punkt. Die Welt war jung, die Berge grün. Kein Fleck war auf dem Baum zu sehen. Kein Bord gemeißelt in den Stein. Als Durin erwacht und ging allein. Nannte fleißig Berg und Tal aus Quelle. Oh, ich hasse das, Aiming. Doppelte Punkte. Ist die Rune. Scheißegal, wir nehmen die Rune mit. Ich hab keinen Bock doppelt zu rennen. Schaff ich noch, schaff ich noch. Cargo, komm her. Ein bisschen weiter. Und los. Boah, Alter. Jawoll. Beherrsch die Grundlage. Suchen wir uns neue Beute. Wir suchen okay. Noch ein weiteres Lager. Das soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Okay. Ah, gehen dir die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Schnell reagieren. Wenn wir dem Graub begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Bei Na gut. Geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Okay. Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich hab von ihnen abgelassen. Schon bevor sie mich auf die Felsen zerschmetterten. Holy shit. Orks auf der Jagd. Jagen wir doch zur Abwechslung mal sie. Wir holen sie. Zack. Zack. Jawohl. Nichts, ne? Ich sehe nichts. Boah, die Kamera. Er wird den Wag zerquetschen. Boah, Junge, wie man den Schild bricht. Na komm, hält er unendlich? Zack, Junge. Drecksschilde. Wunderschön, friss ihn. Was ist mit deiner Klinge? Da ist dir eine entwischt.
Halt ihn auf, bevor ihr Verstärkung holt! Ich wünschte, ich könnte reiten, nicht zuhören. Ich fühle es in den Knochen. Jemand schleicht hier herum. Und wer ist der Wald? Torben ist zurück. Weg mit dir. Irgendwas stimmt da nicht. Geh zu ihm, Talion. Da hinten ist er doch. Na ja, gut, dann gehen wir hier hin. Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Ja, das ist simpel, ne? Der ist ja hier geritten. Ich werde dich mir schmecken lassen, Zwerg! Torven braucht Hilfe. Das ist der Reiz der Jagd! Damit du es der Reiz der Jagd. Ich hatte ihn! Was Klassiker bei den Zwergen. Karagor mit deinem Grauk zu tun. All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torven. Pass genau auf. Und entwickle Respekt für die Bestie. Um sich dem Grauk zu stellen, brauchst du Größe und Stärke. Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Wer weiß. Ich würde dich nochmal mit meinem Herrn anreden. Leute, Humor hat er. So, das haben wir geschafft. Sehr schön. Dieser Zwerg ist weit weg von zu Hause. Nicht alle, die wandern, sind verloren. Ich wollte gerade sagen. Manche sind gezielt hier. Jagdkumpanen jetzt verfügbar. Okay. Dann, wo sind wir jetzt gelandet? Hier vorne. Hier ist die nächste Mission. Okay, die können wir natürlich machen. Ich überlege gerade, ob ich das sofort mache, weil dann wahrscheinlich kriegen wir die nächste Fähigkeit, weil... Was haben wir jetzt gerade bekommen? Belohnung 150, das ist gut. Waffen und Runen, was haben wir jetzt freigeschaltet bekommen? Hier. 33%? Nee. Minimum 50, finde ich. Oder wenn es eine immer, Active-Effekt ist, dann wenigstens so 20% oder so. Das ist zum Beispiel nicht schlecht, Stufe 18 Rune. Das ist echt gut, das behalte ich noch. So. Sonst haben wir eh nichts mehr? Nee. Nee, haben wir gar nichts. Besserung? Leider nicht genug. Ach ja, und ich habe die beiden schon freigeschaltet. Und ja, die laden separat. Also nicht alle gleichzeitig, im Sinne von nur ein Meter oder so, sondern jeder hat seinen eigenen, das ist richtig krank eigentlich, weil du könntest anfangen, wenn du zum Beispiel fightest, von Fernkampf ballerst du ohne Ende, tötest zum Beispiel irgendwie einen Häuptling oder Hauptmann mit Fernkampf, wenn er schwach dagegen ist, danach kämpfst du auf einmal mit Nahkampf, die ganze Zeit nur F drücken oder mit deiner Geistesblitz oder was immer und dann gehst du nochmal unsichtbar, weil du wirst nicht gefunden und kannst die ganze Zeit trotzdem jeden genau das machen. Das ist so bastard eigentlich. Also ich glaube, da musst du gewinnen. Also anders geht's gar nicht. So, wo gehen wir jetzt hin? Ach komm, machen wir nochmal die nächste Mission. War interessant eigentlich. Außer wir müssen irgendwo hin, wo wir noch nicht haben. Deswegen würde ich gerne eigentlich trotzdem die letzten zwei Türme machen. Genau, gehen wir zum Turm erstmal. Weil... Da haben wir jetzt alles freigeschaltet, falls das passiert und nicht, dass wir einfach mal in ein Gebiet gehen, wo wir keine Ahnung haben oder nichts kennen. Deswegen, wir haben gerade Karagor, das heißt, es geht alles 10-mal so schnell. Also hinter. Das ist wie, als wenn du gefühlt Ferrari fährst, dann geht ja... Oh, hier ist was Weißes. Das nehmen wir mit. Einmal da hoch, bitte. Einmal wieder absteigen. Oh, er hat Bock. Zack. 1, 2, 2. Ja, ey, stehen bleiben. Komm her, komm her, komm her, komm her. Mein Gott. Good job, hast dich selber geheilt. Bin stolz auf dich. Und auf zum Turm. Jawohl. So, du kämpfst so lange, ich geh auf den Turm. So, rauf da. Und dann fehlt nur noch ein Turm. Da haben wir eigentlich, glaube ich, alle. Und weg. Sehr schön. Mein mir unbekanntes Haus der Elben. Ist dies nun mein Erbe? Alter, hier ist ordentlich, aber hier ist auch eine Festung. Ich sehe das von Weitem schon. Ja, hier ist auch der hier, der Schreihals. Okay.
Und wir gehen natürlich zum nächsten. Und dann können wir die Mission annehmen. Mal gucken, wo es uns hinführt. Stehen bleiben. Zack. Und weiter geht's. Jawohl. Ich habe keine Elbengeschosse mehr. Nein. Warte, ich befreie dich mal. Jawohl. Freiheit. Gott, weg hier. So, hier ist wieder ein Weißer. So, die Weißen haben wir fertig. Genau. Jetzt sehen nur noch drei Rote und ein Grüner. Halte sie fest, dann halten sie dich am Leben. Selbst der Ranger von da ganz hinten. LOL! What the? Der sprang rund und ist gestorben. Komm her, ich brauche Informationen. Nächster Hauptmann. Ja genau, man sieht erst dann, wenn man die auf freischaltet, okay. Jo, alter Schwede. Asgrom, der Tapfere. Erzählt seinen Anhängern prahlischere Geschichten. Achso. Man muss ein Ja-Sager sein, um bei ihm als Leibwächter zu dienen. Aber not bad. Stark, stark. Dann fehlt noch einer. Ein Häuptling. Dann kennen wir alle. Gut, der letzte Turm. Das ist doch schön. Machen wir das hier frei. Verdammt nochmal. Einmal. Nein. Oh Mann. Jawohl. Aua. Schlag, 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 schlag. Nicht den. Scheiß Dinger. Ja. Wir müssen die bösen, bösen töten, weil die sind am schlimmsten. Nein, nicht du. Weg mit dir. Oh, das ist jetzt gefährlich. Zeig mir dein Köpfchen. Wunderschön. Ein bisschen was zu fressen. Ja, das machst du schön. Und ich gehe hoch. Oh, da kommt, da kommt. Ah, da ist keiner mit bei. Ich wollte gerade sagen, als wenn da jetzt so ein Hauptmann kommt. Und der letzte Turm. Bam. Jawohl. Ich sehe den Sternenmond, das Ithildien. Sehe die Steine aus halb vergessener oder halb erinnerter Vergangenheit. Jetzt haben wir alle. Alle Türme. Oder gibt's noch eine dritte Map? Das würde mich jetzt noch interessieren. Na gut. Das meiste ist da oben zum Einsammeln. Das machen wir natürlich demnächst. Wir gehen erstmal zu der Mission. Genau. Gehen wir zu der Mission. Teleport. Gut, alles wieder aufgeladen. Und runter. So, jagen wir jetzt einen Cargo oder was? Cargo, ein Grauk? Oder kommt was noch davor? Kleiner Wurm. Ey, beruhig dich. Ich wollte eigentlich den Typi. Die Animation ist so geil, wenn sie runterfallen. Das ist das Gefühl, als wenn sie 1 Million Damage instant bekommen. Zu lustig. Naja. Jagd, Kumpan. Thorin wird dich noch viel mehr über die Bestienjagd beibringen, bevor du bereit bist, dich dem großen weißen Grauk zu stellen. Ah, okay. Das wissen wir schon mal. Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher? Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter?
Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Ich wollte gerade sagen, die müssen nicht immer körperlich sein. Ja. Der mächtige Krauk hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Das haben wir durch die Artefakte erst erfahren. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Dann wollen wir mal. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krebein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Grauk? Du willst Grauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Okay. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Ja. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Jawohl. Dein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk nagt, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Okay. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Achillesferse. Ich soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Alles klar, versuchen wir. Und ansonsten? Da ist er. Ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Einführung Grauk bluten lassen. Links Shift gedrückt, um nicht drücke links, um ihn bluten zu lassen. Dies fügt dem Grauk massiven Schaden zu und lockt Cargo an. Auch interessant, dass es Cargo anlockt. Sind die Cargo irgendwie die natürlichen Feinde vom Grauk? Oder der Counter? Da, jawohl. Gehörnter Grauk. Sag mal her. Den seltenen können über 20 Fuß groß werden. Nur wenige von ihnen leben noch in freier Wildbahn und noch wenige sind in Mordor anzutreffen. Alles klar. Nicht schlecht. Bitter Schritt, Jungchen! Das Blut lockt Karador an! Das wird vielleicht ein Ritt. Jawohl. Ohne Karagor bin ich zu langsam. Das klingt recht einfach. Okay. Aufsetzen, Jungchen. Schnell hier hin. Boah, der ist nicht so langsam. Ich habe schon größere Grauks erlebt. Da war ich noch ein Junge. Und mein Partner. Schieß ihm in den Kopf. Hab ich doch. Ah. Jawohl, ins Auge. Zwischen die Beine. Jawohl. Zwerge haben ja richtig viel Kraft. Was ist Schritt 4? Es gibt einen Schritt. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Denk Fähigkeit freigeschaltet, Graukrieger. Du hast die Fähigkeit, auf einen betäubten Grauk aufzusteigen. Näher dich dem betäubten Grauk und drücke Steuerung auf ihn aufzusteigen. Du kannst auch Steuerung drücken, um einen betäubten Grauk von oben zu besteigen. Ich habe eine Idee. Doch. Oh, Steuerung halten. Mein Gott, das war alles drücken. Boah. Boah, ist das schwer, den zu kriegen.
Ach du Scheiße, sind das viele Orks. Grau können Feinde in der Umgebung angreifen. Linksklick. Sie können außerdem Uruks greifen. Rechtsklick und essen, um Gesundheit zu erhalten. Jawoll. Wunderschön. Bam, Junge. Bam, Junge. Ich speise 3 Uruks. Noch einen. Ist sie alle auf, Junge. Bam, Alter. Und flip. Zack, nochmal ein Essen. Oh, noch ein. Komm her. Bam. Wunderschön, guter Hit. Ist noch ein. Wir machen irgendwie sehr viel Schaden, obwohl es ein Grauk ist. Meiner Meinung nach. Endet durch den Stich meiner Klinge. Reittiertötung. Alter Schwede. Und ja, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, an einem Grauk zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. So. Jawohl. Die Finsternis Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen. Die 7 Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die 9 Ringe mit den Menschen taten. Sie sind unbeugsam wie Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Richtig. Was du nicht beherrschen kannst, musst du vernichten. Tja, also indirekt theoretisch sind die Zwerge theoretisch die stärkste Rasse gegen das Böse. Natürlich sind die auch ein bisschen, könnte man sagen, gierig, wegen Zwischenminen von Moria zu tief gegraben, auch viele andere Geschichten. Aber andererseits haben sie auch natürlich eine sehr gute, freundliche Attribute. Aber natürlich sind die auch ein bisschen so, naja, nicht Neid, sondern wie nennt sich das? Stur und so weiter, ne, also komplizierte Rasse, aber im Endeffekt sind das eigentlich die Guten. Bei den Elben ist es genau das Gegenteil, die sind erst sehr kühl, können gut sein, aber meistens halten sie sehr zurück und nur für sich selber, was ein bisschen schlecht ist. Aber die könnten auch beherrscht werden, deswegen haben die ja die Ringe nicht zu lange benutzt, weil die waren ja auch verflucht, glaube ich. Oder hatten ein bisschen so einen Nebeneffekt. Genau, und die Menschen, ja gut. Die Menschen haben halt immer die guten Aspekte, aber die sind halt sehr leicht korrumpierbar, wenn sie nicht, ja ich sag mal so, die richtigen Auserwählten sind. Gut. Dann haben wir die Mission geschafft, jetzt bleibt jetzt hier nur noch der Grauk, ne? Genau, der große weiße Grauk. Und dann kriegen wir, glaube ich, eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Und ich würde sagen, den machen wir im nächsten Part. Genau. Ja, würde ich sagen, ist ein guter Schluss hier. Alles klar. Dann, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.